Wir durften aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion uns eben selbst ein Outfit noch zusammenstellen und ein Model stylen. Da sieht man auch von den ganzen anderen Mädels noch den Style, was die so selber gerne mögen und wie die es eben kombinieren würden. Für mein schönes Model Patricia habe ich eine Wildkatzenbluse ausgesucht von Anna Scholz und eine Lederimitatweste mit Fellrand und einen Lederrock und hohe Schuhe. Also wir sehen einen klassischen Mantel, jetzt gerade in der etwas kassigeren Form, ne, also etwas oversized, dann ein klassisches schwarzes Kleid mit so Lederabsätzen hier an der Seite, was ich ganz schön finde, und eine schlichte Kette. Also ich glaube, ich hier gerade für jede Frau einfach etwas. Das würde ich sagen, ist so das Hauptmerkmal, womit man Shigo beschreiben könnte. Das heißt, sie hat für jeden Anlass etwas. Es ist ein ganz wichtiger Trend, dass wir jetzt auch gerade im Zeitalter von Internet und Social Media die Möglichkeit haben zu zeigen, dass Schönheit nicht größenabhängig ist. Egal an welchen Fronten wir zeigen können, dass Plus Size durchaus schön ist und vor allen Dingen modisch so vielfältig sein kann, wie jede andere Mode auch. Dafür sind unsere Influencer da und das ist ganz, ganz wichtig. Plus Size Blogger, das heißt alles, was im Internet passiert, sind da extreme Vorreiter. Mein Day war besonders happy heute, weil ich wunderschön gestylt wurde. Ich durfte tolle Outfits anprobieren. Ich habe ein Outfit selbst gestylt und die Mädels sind einfach auch immer toll, wenn wir uns treffen. Wir haben immer so viel Spaß zusammen. Es ist eine ganz quasselige Runde unter den Bloggerinnen und es war einfach toll. War super. Also wir hatten tolle Gespräche, tolle Workshops und jetzt noch das Styling, das Shooting. Ja, also besser geht's nicht. Blogger werden von vielen Leuten einfach als Inspiration genommen. Und wenn die unsere Sachen genauso promoten, wie wir das auch selber tun, ist das für uns ein ganz tolles Vehikel, um damit weiterzukommen.